Jawohl, super. Wo steht keiner so eine Freude im Schäfer? Ich bleib erst so still. So ist es optimal, super. Ja, das Volpo eine Kühlholzaggregat ist das einzige, was zu seinem Markt ist. Mit zwei Forschungsbolzen. Wir haben da die Möglichkeit, dass man, wie man das sieht, Fasholz ausformt oder eine Kühlholzwand ausformt, wo eine andere Aggregate nicht möglich ist. Lauter. Und dadurch kann ich auf der Fläche einen höheren Deckungsbeitrag erwirtschaften. Speziell bei der Firma Volpo ist das 2-Messersystem mit den Kühlholzdingen. Wir sehen immer einen ziehenden Schnittbereich. Wir haben da Schnittleistungen bis 30 cm. Druckdurchmesser. Da haben wir vier Entlastungsmesser wie beim Harvester. Da haben wir auch die Forscherbolzen. Speziell beim Molbotreiter LS montiert sind. Was auch noch wichtig ist, in der Energieverzehrte haben wir keine Durchmessung arbeiten, ist die Tilt-Funktion. Mit dem Tilt kann ich eben so, weil man steht, aus dem Bestand und so sehr bestandesschonend arbeiten. Kumulierfunktion mit den Walzen? Weiters gibt es beim Volpo eine Kühlzeitaggregat oder eine Kumulierungsfunktion, wie man das sieht. Man kann zum Stamm hinfahren, den einen Stamm abzwicken, in weiterer Folge zum nächsten Stamm sich vorarbeiten und mit den beiden Walzen mehrere Stämme kumulieren und zur Rückgegossen befördern.